Und Morgenstern plus 1. Ja. Jael Kales? Rüstungsklasse 3, Rüstungsklasse 5. Ist gar nicht mal so schlecht, das Teil. Wiegt 10. Das Ding wiegt 8, ist also nicht unbedingt schwerer. Kurz ein Quicksave. Das konnten wir lernen. So, jetzt Level up. Sie kriegt endlich mal einen Fähigkeitspunkt für die Schleuder. Tod reduzieren, ein Zauber des dritten Grades, 4 Trefferpunkte, 3 Sagekunde. Okay. Feuerball ist immer gut. Worum geht es diesmal? Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Vita, Mortis, also waren da nochmal Meuchelmörder für uns. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut. Okay, da hoch kommen wir gar nicht. Und so wie es aussieht, ist hier auch das Ende für das eingetrocknete Flussbeet. Ne, hier geht es noch ein Stück weiter. Nicht Beet, sondern Bett. Oh, Bugs, warte. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Ein paar Xwarte, die im Fluss rumspielen. Ja, aber hier ist jetzt definitiv Ende für das Flussbett. Kann auch sein, dass hier die Quelle mal war und die ist eingetrocknet. Das sieht jedenfalls stark danach aus. Okay, ein paar Kobolde, die nichts konnten. Gut. Also ja, man könnte meinen, dass da hier der Fluss entsprungen ist, hier oben. Und einmal hier lang lief und einmal hier lang lief. Und da zusammengeflossen ist und einen großen Fluss gegeben hat. Anders macht es irgendwie keinen Sinn. Ich befinde mich in sehr angenehmer Gesellschaft. Muss ich jetzt fragen, ob sie jetzt mich meint oder ob sie jetzt gerade Dorn anschmachtet. Das wird kein schneller Tod. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
So, das waren normale Kobolde mit Fernkampf mit Bögen. Nur zu fragen. Ja. Und hier ist dann der Eingang zu Gullikin. Oder Gullikin. Ja, das sind ja alles Halblinge. Noch so ein Grund, warum ich finde, dass das Ganze irgendwie eine leichte Anspielung auf Herr der Ringe ist. Weil sein Halblingsdorf direkt neben einer Brücke ist, die Feuerweinbrücke heißt. Sehr gegrüßt, Reisende. Gandula Glücksfuß zu euren Diensten. Welchen glücklichen Umstand hat unser kleines Dorf die Freude eures Besuchs zu verdanken? Befindet ihr euch auf dem Weg zu Dulags Turm? Oder seid ihr dort bereits gewesen und nun Heilung von blauen Flecken und zerschundenen Knochen? Es kommt oft genug vor, dass Reisende hier in der Ortschaft eintreffen, die fast am Verbluten sind. Es ist nicht eure Angelegenheit, wo wir waren oder wohin wir gehen. Zeigt uns einfach den Weg nach Feuerwein. Es ist kein Tag für Dulags Turm. Wir sind heute an den Ruinen der Feuerwein. An den Ruinen vom Feuerwein interessiert. Wir wären dankbar, wenn ihr uns den besten Weg zeigen würdet. Der Turm interessiert uns heute nicht. Wir möchten lieber euer hübsches Dorf erkunden. Vielleicht wäre es das Beste, wenn wir einen Heiler aufsuchen. Es war keine leichte Reise hierher. Wir würden gerne das Dorf erkunden. Das kann man wohl so sagen. Wir freuen uns alle über Besucher, die Geschichten zu erzählen haben und heißen sie wärmstens willkommen. Ja, Kühe. Tempel und Winzerei, Jenkals Haus. Also ja, erstmal das Dorf komplett aufdecken und gucken, was wir noch entdecken können hier außerhalb. So, hier oben geht es dann auch nicht mehr weiter. Wir haben also alles erkundet. Können jetzt die Häuser abklappern. Das sind hier 5 Stück mit der Winzerei und das eine etwas äußerlich gelegene. Aber natürlich, Schätzchen. Und der Safana kann die Finger nicht stillhalten. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Okay, wir sind allein hier unten. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist.
Oh, ein Türkis. Hm. Wie ihr wünscht. Geschichten des Mondsees und Geschichten des Schattentals. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, da unten war noch was. Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Hola, Kales now. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Mit Vergnügen. Worum, wie ihr wünscht. Ja, wenn das euer Wunsch ist. So, kommst du jetzt alleine da runter? Mit Vergnügen. Ja, und da war abgeschlossen. Und ist nichts drin. Ja, ihr braucht nur zu fragen, wie ihr... Also nichts hier. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten auf uns zu. Boah, geht ihr zu den Feuerweinruinen? Da muss man ganz schön was drauf haben und so. Da will ich auch gerne mal hin, aber Omi hat was dagegen. Deine Großmutter scheint sehr weise zu sein. Du solltest warten, bis du auf dich selbst aufpassen kannst, bevor du dich allein auf den Weg machst. Das ist auch besser, denn kein Wicht wie du würde es auf sich allein geschickt gar nicht schaffen. Blödsinn, eines Tages wirst du einen Edelstein so groß wie deine Faust mitbringen und dann wird sie schon ihre Meinung ändern. Denkt ihr wirklich, dass sie das machen würde? Juhu, das würde ihr gefallen. Ich werde... Nur noch ein bisschen älter und dann werdet ihr staunen, was ich euch für tolle Sachen mitbringe. Danke, ich werde genauso sein wie ihr. Euer Papa ist ganz ist bestimmt stolz auf euch. Unser Papa ist tot. Für euch tue ich aber natürlich, Schätzchen. Ja, scheinbar haben die Halblinge nichts dagegen, wenn wir sie beklauen. Wünschte, ich hätte meine alte Tabakspfeife. Heute ist es sehr ruhig und ihr habt mich zu Hause angetroffen. Da kann ich euch irgendwie behilflich sein. Verzeiht, dass ich in euer kleines Haus eingetreten bin. Ich dachte, es sei leer. Ihr könnt mir eure Wertsachen geben, aber ein bisschen hurtig. Nein, so aggressiv ist der Fahner zum Glück dann doch nicht. Ihr kleines Volk seid ganz schön naiv. Wenn ihr die Türen auflasst, kann doch jeder Dieb hereinkommen. Wer würde wohl so viel Frechheit besitzen und von den kleinen Leuten stehlen? Doch wohl nur die niederträchtigen Halunken oder die primitivsten Idioten. Alle anderen sind uns herzlich willkommen. Guter Punkt. Ich hätte meine alte Tabakspfeife. Oh, eine Schutzformel. Ich hätte meine alte Tabakspfeife. Was hat die Frau noch zu du sagen? Du sollst immer das Glück eines warmen Herzens und eines warmen Zuhause haben. Ihr seid willkommen. Schön, dass wir uns endlich einmal treffen. Ich habe schon jede Menge über euren Besuch in unserem kleinen Dorf gehört. Warum denn solch eine Aufregung? Sind Besucher hier so ungewöhnlich? Ich stehe hier wohl im Mittelpunkt. So wie meine kleine Bande habt ihr wohl in eurem winzigen Kaff noch nicht gesehen. Sowas wie meine kleine Bande habt ihr noch nicht gesehen. Von meiner Ankunft haben sie euch sicher alle gewarnt. Ach egal, ich werde nehmen, was mir gefällt und ihr könnt nichts dagegen tun. Es ist mir sehr schmeichelhaft, so im Mittelpunkt zu stehen, doch werden wir nicht lange bleiben können. So sei es mir auch tun, wir müssen bald weiter. Ist Besuch ungewöhnlich? Oh nein, Händler und Karawanen kommen häufig bei uns vorbei, aber Umherwanderer der Abenteuer sind schon etwas Besonderes. Ihr werdet zweifellos während eures Aufenthalts hier ziemlich im Mittelpunkt stehen, aber das liegt nur daran, dass die kleinen Leute den Geist des kleinen Riesen bewundern, den ihr verkörpert. Er war der größte Wanderer seit Halblings Gedenken. Ihr seid zwar gewissermaßen ein Kuriosum, aber auch bewundernswert. Seid herzlich willkommen und lasst es euch gut gehen. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Also, wie hier sind wünscht. Zu viele Hobbits. Zu viele Halblinge. Hier ist wiederum niemand.
Halblingsmann. Absonderliches Volk, dass ihr euch hier herumtreibt. Ich grüße euch, ihr seid in meinem Haus willkommen, vorerst. Jetzt scheint zu zögern, habe euch doch nichts getan, oder? Warum sollte ich in einer solchen Bruchbude meine kostbare Zeit verschwenden? Wie ihr Schwachköpfe es in diesen Schuppen aushaltet, ist mir ein Rätsel. Ich werde so lange hier bleiben, wie es mir passt. Und ich nehme mir, was ich mag.